Guck mal lieber bei den Tränken selber. Hier. Ja. Ja. Okay, gib ihm. Nee, nee, nicht den da. Wobei jetzt nochmal. Kiste, Ärmchen, Kiste. Wir haben 1400. Wir haben 215 so reingeschmissen. Das hätten wir. Nee. Mach hier Schmelzöfen Research. Ich will Eisen und Kupfer instant eingeschmolzen haben. Ja, das geht jetzt alles oben in die Kisten. Krass. So, hier können wir ein bisschen drehen. Wir können die ganz schnell reinmachen. Lalalalala. Haben wir jetzt Probleme mit Befüllung oder Entladung? Nö. Okay. Mehr. Mehr. Ich brauche mehr von den ganz schnellen Speedmodulen. Also wieder hier hin. 11 Stück. Achso, die hatte ich so begrenzt, ne? Ja. Und hier kriegst man ein paar alte und du hast irgendwie gar kein Zeug. Und nur ein gelbes Ärmchen zu befüllen. Du bist sehr erbärmlich. Warum nimmst du jetzt keine raus? Weniger als 20 im System. Das heißt, wir haben irgendwo jetzt noch Speedmodule im System. Okay, gib mir 3er Speedmodule. 50 Stück. Hä? Ja, du mach mal, ich will da nicht drüber nachdenken. Restliche Schmelzöfen. Oh, Akkus. Restliche Schmelzöfen-Dinger hier. Versorgen. Also, die 8 wieder. Dann die 7. Und wenn das denn langsam nicht hinhaut mit einer richtig schönen großen Menge an Eisen auf Vorrat, dann weiß ich auch nicht mehr. So. Zeig mir, wie das Eisen von 19 auf 20 springt. Ich sehe nicht, wie es von 19 auf 20 springt. Aber ich sehe, wie das Eisenerz noch mehr wird. Gut. Das ist eine Bahnladung, die gerade reingekommen ist, ne? Ja, wenn es von 19 auf 22 springt, sehr wahrscheinlich. Och, komm schon, 20.000 Eisenplatten. Krummelkrumpf. Habe ich noch so ein schnelles Ding? Ja, hier, schnelles Ding. Setz das mal noch dahin. So. Rein, raus, Shift rechts, Shift links. Go. Sieht es auch ganz ein bisschen besser aus. Wobei einer nicht viel Unterschied machen wird, aber 20. Na, also. Also, Eisen ist auf einem langsam hochkrabbelnden Weg. Das ist gut. Sollten wir halt nur im Auge behalten, weil sobald jetzt ein einziger Drill da oben wegfällt, dann hinkt er schon wieder. Genau das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich wollte ja eigentlich einen richtig schönen, ne? Bubbelvorrat da haben. Aber das macht hoffentlich der nächste Schmelzofen. Dafür brauchen wir allerdings Blei. Kann man so sehen, dass wir Blei auf Vorrat haben in Mengen? Ich sehe 171 Bleierz unten. Aber da sind Tropfen auf dem heißen Stein, wenn wir 40 oder was Schmelzöfen auf MK3 bringen wollen. Das hängt alles echt an diesem doofen Sechser-Drill. Weil wenn ich den hätte, dann würde ich einfach durch die Gegend tappern. Mit ein paar Langstrommastdingern. Den Sechser-Drill hinschmeißen, Stromkabel langziehen und dann wird das instant alles weggesaugt. Ja, bau schon mal ein paar Dreier, weil die brauchen wir für die Vierer und Fünfer und was weiß ich. Und was brauchten wir dann noch? Wir brauchten die Indestructible Rotors, die kannst du auch anschmeißen. Die brauchen Steel Blades, dann bau schon mal Steel Blades. Wir brauchen die da. Dafür brauchen wir wieder Zink. Zink muss ich auch gleich suchen. Also ja, das ist der Plan für die nächsten Folgen. Zink suchen für den Drill oder allgemein für die Bestandteile des Drills und dergleichen. Und Blei suchen für die Schmelzöfen. Das heißt, du kannst jetzt schon mal anfordern.
die da, ruhig 50 Stück, ja. Damit wir damit eine schnelle Verbindung hinbauen. Hatte ich nicht irgendwo noch was Besseres als einen Dreier-Drill? Der übrigens da mal stacken könnte. Also ich würde schon ganz gerne mit einem Vierer oder sogar Fünfer Blei suchen gehen und nicht mit Dreier nur. Aber ich denke, die müsste ich mir irgendwo mopsen. Also entweder beim Eisen oder beim Kupfer. Ja gut, da schaue ich auch noch ganz kurz. Gehen wir kurz hier hoch. Zweier, Zweier, Dreier. Okay. Du dahin. Mach die mal dahin so. Oh, es ging schneller als gedacht. Ja. Was machst du jetzt? Du. Was kostet der nächste? Tungsten. Nö, erstmal nicht. Range 30. Damage 10. Ne. Mach. Roboter Logistik Speed. Research. Genau, was wollte ich machen, bevor ich abgelenkt wurde? Garstigerweise. Ich wollte da noch einen Drill hinschmeißen. Und da einen Drill hinschmeißen. Damit es hier auch weiterläuft, wenn irgendeiner ausfällt. Dass ich nicht wegen jeder Kleinigkeit hier hoch muss. Aber ja, kein 5er Drill oder 4er Drill hier. Bei Eisen? Weiß ich nicht. Also ich weiß, es wurden ein oder sogar zwei zerstört bei der ersten Eisengeschichte. Was sehr tragisch war. Ja, da ist ein 4er, das ist total übertrieben. Da ist ein 5er. So, und ihr kriegt jetzt einfach Speed-Module. So, viel besser. Viel, viel besser. So, jetzt habe ich meinen heißgeliebten 5er-Drill wieder dabei. Das heißt, davon müssen wir auch nicht so viele bauen. Und hier unten sind nur Dreier. Dreier, Dreier, Dreier. Wobei ich hier ja auch schon mal die da so hinstellen kann. Mit zack und zack. Ihr seid trotz der Dreier-Module so langsam. Boah, also MK0 ist echt absolute Grütze. Aber ja, hilft ein bisschen und sorgt dafür, dass wenn die ausfallen, dass von hier da wenigstens noch ein bisschen was kommt. Weil ich das dann auch gleich noch weitermachen könnte. Die kommen immer nur ein Feld um sich rum, ne? Ja, also da und da wird dann der nächste Stop. Und wir haben keine ganz tollen Module mehr. So, also das hier nur als Versicherung für später. Gut, gut. Also die Kisten können jetzt schneller entleert werden, weil wir das Kiste-Ärmchen-Kiste-Ding aufgestuft haben. Hilft aber nichts beim Befüllen. Oh Mist, ich wollte doch eigentlich die anderen Sachen erforschen. Die schnelleren Fließbänder. Das ist jetzt doof. Aber gut, das wird hoffentlich bald fertig. Was mache ich denn jetzt noch Schönes? Aliens töten haben wir schon gemacht eine ganze Weile. Ja, ich mache es einfach weiter, ich mache keine Pause. Ich hatte eben vorgehabt, eine kleine Pause zu machen. Deswegen hatte ich auch schon runtergeratet, was ich in der nächsten Folge so machen wollte. Aber das mache ich einfach jetzt. Das heißt, ich tappe jetzt durch die Gegend. Meine Stromdinger habe ich. 6 Stück, dann brauche ich mehr. So. Tappe durch die Gegend und suche Blei, Tungsten, Zink. Was ist da los? Mauern. Mauern sind egal. Blei, Blei, Blei. Ah, das ist doch gut. Und ziemlich nah dran. Das heißt so. Zack. 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 Und da hier ja auch Kristalle sind, könnte ich da auch gleich ein 5er Drill da drauf schmeißen. Ich muss dann halt in der Nähe bleiben, weil Kristalle dauert eine ganze Weile abzubauen. Du. Blub dich mal dahin. Und dahin. Wir haben sogar eine Mauer. Sehr schön. 5er Drill. Ja, kannst du das Blei ruhig mitnehmen.
So. Dum, 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 dum. Ja, es dauert, ne? Mhm. So, es ist nicht wirklich gefährlich, doch die Basis da unten könnte angreifen. Machen wir die kurz weg? Oh, machen wir die kurz weg. Wieder Mauern, die ich später wieder abreißen muss, aber das ist mir zu unheimlich hier. Das kauft mir wenigstens so ein paar Sekunden, dass ich sehe, dass hier angegriffen wird. Ah, du. Wusste ich's doch. Könntest du bitte mich angreifen? Danke. Also ja, wir produzieren gerade instant so viel Smog, dass die sich genötigt fühlen anzugreifen. Laser. Ah, das ist nicht viel, das ist kein Problem. Einfach da rein. Oh, 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 oh. Oh, ich bin in die nächste Basis gelaufen. Langsam, langsam, langsam. Mhm. Oh, hier hat jemand schon eine Schneise gemacht, das war lieb. Wechsel, 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 Wechsel. Um die Dumm. Und ja, ich habe sie gerade in den Wald gelockt, nur um danach wieder rauszulaufen hinter ihnen. Das finde ich eine sehr lustige Taktik. Eisenaußenposten locken? Ja, lockt man zum Eisenaußenposten. Nicht zu dem anderen Drill da. Oh, hallo? Nur noch ein Wurm über. Karte? Oh, das ist eine ganze Ecke. Und wir kommen von unten, das ist nicht gut. Ich glaube, ich probiere das mal so ein bisschen einzuschränken. Wobei, ich habe 12 Magazine, komm. Sei nicht so geizig, Gero. Mach hier Dinge kaputt. Mit Sachen. Oh oh. Und alle Leichen eingesammelt, ha? Huh? Jo. Okay. Also ich denke, die Theorie mit den neuen Gegnern, also entweder Dietech-Gegner oder neu gespawnte, getötete Gegner, ist sinnig. 10 Magazine. Irgendwo wird irgendwas angegriffen. 11 Türme schießen. Das kann also nicht bei meinem Drill sein. Das ist gut. Geschwindigkeit nochmal erhöhen? Oder Tragkraft erhöhen? Eher Tragkraft, oder? Ist die Geschwindigkeit prozentual, oder? Wo steht das? Ja, ist prozentual. Das heißt, für die Schnellen ist es noch besser. Von denen wir noch nicht so viel haben. Ja, für die Langsamen auch, also ist okay. Bei was sind wir gerade? 55, nächste Stufe ist 65, also 10%. Ende das Päckchen-Ding. So. Okay, das haben wir gemacht. Eine Bedrohung da unten. Okay, wo läufst du hin? Oh, die Türme kommen bis hier, das ist sehr gut. Dann geh hier hin, schnapp dir schon mal einen Teil der Kristalle. Wir keinen Totalverlust haben. Vor allem die da. Die hätte ich echt ganz gerne. Alternativ. Mach mal hier zu. Stell dich mal hier hin und forder mal bitte einen Roboport an. Oder. Mist, jetzt brauche ich alles. Achso, ich bin gar nicht im Einzugsbereich. Also meine Hoffnung ist, dass irgendwo im System noch jetzt ein Roboport rumliegt und der zu mir geflogen wird, damit wir einfach eine Verbindung machen können und das dann da von Robotern abholen lassen können. Und hier sind überall lila Kisten, also kann ich da mal ein bisschen Zeug reinschmeißen. So, 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 so. Das, 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 das.
Und bau bitte, da wir gerade nichts zu tun haben, mehr Steel Blades, die Indestructible Rotors, die Item Exits, die Good Frames und alles andere, was wir noch so brauchen an Zwischendingern für den super tollen Drill. Oh, ich könnte sogar noch einen 5er Drill bauen. Zack, das ist doch gleich gemacht. Sehr schön, sehr, sehr schön. Habe ich einen Roboport bekommen? Lass den mal frei. Nee, kein Roboport. Na gut, dann baue ich halt einen normalen, weil ich will keinen Blei verbrauchen. Das Blei brauchen wir für andere wichtigere Sachen. Und ich habe schon wieder vergessen, dass wir schnellere Fließbänder bauen wollen. Ich werde es mir hoffentlich nächste Folge merken.